Wenn du die Einnistung in der zweiten Zyklushälfte unterstützen möchtest, macht das total Sinn, auch mal über das Thema Durchblutungsförderung nachzudenken, denn dadurch wird die Gebärmutterschleimhaut besser durchblutet und der Embryo besser mit Nährstoffen versorgt. Und ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, du kannst es ja mal unten in die Kommentare schreiben, was bei mir immer der Fall ist, dass ich blaue Flecken bekomme, ohne zu wissen, woher ich die habe. Also ich weiß, ich kann mich nicht bewusst erinnern, irgendwo gelaufen zu sein oder mich gestoßen zu haben, aber ich kriege super schnell blaue Flecke an den Beinen, an den Armen, halt überall irgendwie. Und das war für mich damals auch der Anlass, zu schauen, okay, liegt da vielleicht auch eine Gerinnungsstörung vor? Und bei mir wurde eine Gerinnungsstörung diagnostiziert. Und wenn du jetzt also dazugehörst und dich hier wiedererkennst, dann ist dieses Video das Richtige für dich, denn ich möchte dir mal drei Tipps mitgeben, was du konkret jetzt schon im Kinderwunsch tun kannst, um deine Durchblutung zu fördern und damit auch die Einnistung positiv zu beeinflussen. Wir sprechen auch darüber, was mir geholfen hat. Für mich war diese Gerinnungsdiagnostik und auch Durchblutungsförderung, davon bin ich überzeugt, eines der Schlüssel zum Erfolg, um dann auch meine zwei gesunden Jungs zu bekommen. Deswegen liegt mir dieses Thema auch sehr am Herzen und es gibt eben einige Maßnahmen, die du jetzt konkret schon im Alltag umsetzen kannst und die gebe ich dir dann ganz zum Schluss des Videos nochmal mit. Kommen wir erstmal zu Punkt Nummer 1. Und das ist das Thema Gerinnungsspezialist. Also wenn du jetzt eine Vermutung hast, du kriegst super schnell blaue Flecke, du hattest vielleicht schon mal eine Thrombose, ein Blutgerinnsel oder du hast irgendwie schon eine diagnostizierte Gerinnungsstörung, dann macht es total Sinn, sich nach einem Gerinnungsspezialisten in der Nähe umzuschauen, der auch schon Erfahrung mit Schwangeren hat. Ich habe das damals nämlich so gemacht, ich war im Kinderwunsch schon da, erstmal natürlich für die Diagnostik, aber dann wollte ich natürlich auch wissen, okay, was mache ich denn, wenn ich jetzt einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand halte. Was sind die ersten Maßnahmen? Kann ich sofort vorbeikommen? Brauche ich erst einen Termin? Welche Unterlagen soll ich mitbringen? Brauche ich schon einen Mutterpass? Brauche ich die Bestätigung von meinem Frauenarzt? Oder werde ich sofort behandelt? Kriege ich dann sofort Medikamente? Muss ich das erst ab Vorliegen eines positiven Schwangerschaftstests machen? Oder muss ich vorher schon irgendwas nehmen, ab Eisprung beispielsweise? Und das war mir super wichtig, das vorher zu klären, denn ich wollte so viele Fragezeichen auflösen und mit Ausrufezeichen versehen wie möglich. Und da hat dieses Thema einfach mit dazugehört. Und Gerinnungsspezialisten sind ganz oft so in Gerinnungsambulanzen, beispielsweise auch im Krankenhaus. Schaut euch einfach mal um, wer da bei euch in der Nähe ist und wo ihr einen Termin vereinbaren könnt. Und macht das auch rechtzeitig. Denn die haben manchmal ziemlich lange Wartezeiten und mir hat das sofort geholfen, das alles vorher quasi schon abgehakt zu haben, denn dann wusste ich, als der Schwangerschaftstest dann vorlag, okay, ich fahre jetzt erstmal zum Frauenarzt, hol mir da quasi die Bestätigung der vorliegenden Schwangerschaft ab und dann bin ich sofort weitergefahren zum Gerinnungsspezialisten und habe mir da meine Medikamente geholt, weil ich ja eine diagnostizierte Gerinnungsstörung habe und diese Medikamente gebraucht habe. Damit kommen wir auch schon zu Punkt Nummer 2. Was mache ich denn in der zweiten Zyklushälfte? Weil man liest ja häufig in Foren, im Internet beispielsweise, dass ganz viele Frauen auf Aspirin, ASS 100 schwören oder schon ab Eisprung Heparin nehmen, Clexan oder ähnliches. Das alles habe ich nicht gemacht. Das war auch aus Sicht der Ärzte nicht notwendig. Die meinten, man kann das machen. Ich habe darauf aber verzichtet, weil ich meinen Körper entsprechend nicht, ja unnötig eigentlich, mit Medikamenten irgendwie noch mehr Arbeit geben wollte, sondern ich wusste ja, okay, ich kann sofort mit vorliegendem Schwangerschaftstest hinfahren. Worauf ich aber tatsächlich geachtet habe, war, okay, wie kann ich denn über die Basics hinaus, zu denen ich gleich noch im letzten Punkt komme, etwas für meine Durchblutung tun, dass da auch gar nicht so das Risiko von Blutgerinnseln entsteht. Und was tatsächlich gefäßerweiternd wirkt, sind zum Beispiel Vitamin C und Vitamin E, ne, als Supplements oder auch über die Ernährung. Da einfach darauf zu achten, dass man da ausreichend von zu sich nimmt. Und wenn du dir nicht sicher bist, ob das für dich hilft oder ob dir das was bringt, ob du das nehmen solltest, dann mach doch einfach vorher mal einen Mineralstoffcheck, damit du auch sicher gehen kannst, dass du da das Richtige nimmst. Und es gibt ein paar Sachen dabei zu beachten, wenn man Supplements nimmt. Und da kannst du denn in dem Zusammenhang das einfach mal für dich herausfinden. Was auch Sinn macht, hier auf ein vollständiges Aminosäurenprofil zu achten, denn es gibt eine semi-essentielle Aminosäure, die heißt L-Arginin. Darauf schwören auch einige, dass das helfen soll bei der Durchblutung. Hier einfach mal gucken, vielleicht hast du ja schon ein Whey-Protein oder irgendwie einen Aminosäuren-Drink oder so, ob das damit dabei ist, weil damit kannst du dann auch ganz gut die Durchblutung fördern. Bei allen Dingen, die ich hier jetzt gesagt habe,
frag im Zweifel bitte deinen Arzt, was bei dir notwendig ist, ob Medikamente Sinn machen, ja, nein, welche Vitamine und Nährstoffe du noch nehmen kannst. Ja, da im Zweifel immer gerne deinen Arzt des Vertrauens nochmal fragen. So, Punkt Nummer 3, was kannst du jetzt konkret sofort umsetzen? Was hat mir nochmal geholfen? Ich habe immer darauf geachtet, mich ausreichend zu bewegen. Das klingt jetzt erstmal wie, ja okay, weiß ich auch, Bewegung fördert durch die Blutung, aber ich habe jetzt nicht nur einfach nur Sport gemacht, sondern ich habe auch wirklich geguckt, ich hatte immer einen Office-Job, das heißt, ich habe viel gesessen, dass ich mich einfach regelmäßig bewege. Ich habe telefoniert im Stehen, im Gehen, ich habe mir so eine Fitnessuhr, die hat ja immer gepiept, ne, wenn man sich nicht ausreichend bewegt, vielleicht hast du auch sowas. Ich bin dann immer aufgestanden, wenn die gepiept hat und wenn ich die nicht umhatte, habe ich mir einen Timer gestellt, dass ich regelmäßig wirklich aufstehe. Ich habe dann, wenn ich nicht gerade telefoniert habe und sowieso durchs Büro gelaufen bin, habe ich 10 Kniebeuge gemacht, ja, solche Dinge. Oder was auch kaum einem auffällt, ist, wenn man immer, kann man auch im Sitzen machen, ist zwar nicht so effektiv wie im Stehen, aber trotzdem besser als nichts, mich immer auf die Zehenspitzen stellen, Zehenspitzen wieder hinstellen, weil wir wollen ja, dass das Blut quasi von unten hochgepumpt wird, nochmal nach oben, und das kann man damit ganz gut fördern. Im Sommer gerne auch barfuß laufen, funktioniert auch super. Und was ich immer gemacht habe, wenn ich Sport gemacht habe, danach habe ich geduscht und mich dann auch einfach nochmal kalt abgeduscht, um hier auch diesen, ne, durchblutungsfördernden Effekt zu haben. Du kannst sonst auch gerne Fußbäder machen, eine Schüssel mit warmem Wasser, eine Schüssel mit kaltem Wasser, und das machen immer abwechseln, weil hier haben wir ja auch von unten nach oben nochmal, ne, die Durchblutungsförderung. Mach gerne auch ein bisschen Epsomsalz mit rein, ne, Magnesium, was den Effekt nochmal verstärkt. Und wenn du trainierst, dann achte da sehr gerne auf ein Stoffwechseltraining. Das heißt, integriere hohe Wiederholungszahlen, 20 Wiederholungen, 30, 40, 50 gerne. Mach das Gewicht einfach ein bisschen niedriger oder trainiere mit deinem eigenen Körpergewicht. Mach aber viele Wiederholungszahlen, denn so entlastest du die Lymphbahnen, was wiederum dadurch führt, diesen Durchblutungseffekt zu steigern. Was du auch machen kannst, ist Trockenbürsten. Das kannst du auch dann zum Beispiel sehr, sehr gut an den Waden, das kannst du zum Beispiel sehr, sehr gut auch an den Beinen machen. Schöner Nebeneffekt übrigens, das hilft auch bei Zellulite. Ja, also wenn du hier ein Thema hast, versuch das mal mit einem Trockenbürsten, ist auch nochmal ein schöner Effekt. So, jetzt aber noch ein wichtiger Punkt dazu: Diese Maßnahmen helfen natürlich am besten bei einer entspannten Muskulatur. Wenn deine Muskulatur ständig unter Spannung ist, ist sie schlecht durchblutet. Das heißt, wofür du am ehesten sorgen solltest, ist Entspannung. Ja, also baue da wirklich ein paar Minuten, gerne auch mehr Entspannungszeit am Tag ein, damit deine Muskulatur sich entspannen kann, ne? Damit du dich entspannen kannst, damit wir einfach so viel wie möglich dafür sorgen, dass eben diese Maßnahmen, die du dann tust, um sonst deine Durchblutung zu steigern, auch noch besser wirken können. Wie gesagt, bei mir war das, davon bin ich überzeugt, einer der Schlüssel zum Erfolg, ne, dass man da einfach auf eine gescheite Durchblutung achtet, um die Einnistung auch zu fördern und dann die Schwangerschaft auch zu unterstützen. Das habe ich natürlich in der Schwangerschaft dann auch weitergemacht, die meisten Maßnahmen. Ich freue mich, wenn du dir was mitgenommen hast, und dich im nächsten Video wiederzusehen. Mach's gut!